Herzlich willkommen zu Modul 2 zum Themenfeld Entdecken. Mein Name ist Steffen Schaal und ich freue mich sehr, Sie durch diesen Abschnitt des Moduls zu führen. In diesem Beitrag werden wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie das reale Entdecken und Erleben vor Ort sinnvoll und zielführend durch geeignete digitale Technologien unterstützt und vor allem auch bereichert werden kann. Wir steigen mit einem Beispiel aus unserer Arbeit zum Lehren und Lernen im Zusammenhang mit biologischer Vielfalt ein und anschließend werden wir uns anhand von Beispielen mit dem Mehrwert digitaler Tools und Medien beim Entdecken der Um- und vor allem Mitwelt auseinandersetzen. Mal Hand aufs Herz. Haben Sie sich nicht auch schon mal gedacht, dass wir, ja und vor allem die Heranwachsenden, nicht ohnehin schon genug Zeit vor dem Bildschirm verbringen? Und dass es eigentlich in der Natur darum gehen sollte, das Gerät auch einmal auszuschalten? Und in vielen Fällen haben Sie auch recht mit diesem Gedanken. Und wir müssen gut überlegen, wir müssen abwägen, wann Digitales beim Entdecken und Erleben vor Ort einen Mehrwert bieten kann, wann nicht. Lassen Sie uns erst einmal gemeinsam an einem Beispiel überlegen, wie digitale Tools und Medien vor Ort sinnvoll sind. Hierzu möchte ich ganz gerne an einem Beispiel aus unserer Arbeit rund um das Lehren und Lernen im Kontext der biologischen Vielfalt herleiten, wie zum Beispiel Smartphones, Tablets oder andere mobile Endgeräte eine echte Bereicherung sein können. Hier sehen Sie jetzt auf der linken Seite aus einem wunderbaren Projekt unserer Kollegin Doro Benkowitz aus Weingarten, wie etwas, das wir im Alltag sehr gerne übersehen, Stichwort Plant Blindness, wie man durch einen passenden Rahmen Aufmerksamkeit erlangt. Dies ist eine Form der originalen Begegnung, die für das Wahrnehmen und vor allem für das Wertschätzen der Biodiversität unerlässlich ist. Das Ziel dieser Auseinandersetzung mit der Vielfalt des Lebendigen ist es, positive Einstellungen wie natürlich auch Kenntnisse aufzubauen. Beides ist eine Voraussetzung, um handlungsfähig zu werden und sich für den Erhalt der biologischen Vielfalt einzusetzen. Aus einer Reihe von Studien wissen wir schon ziemlich genau, wie wir genau dies erreichen können. Wir müssen Heranwachsende aktiv, erlebnis- und forschungsorientiert in die Auseinandersetzung bringen. Wir sollten sie idealerweise kooperativ und diskursiv und vor allem mit echter Beteiligung arbeiten und lernen lassen. Und wir sollten sie bei der Organisation und der Strukturierung dieser neuen Erkenntnisse unterstützen. Gehen wir nun einmal davon aus, dass diese Anforderungen beim ortsbezogenen Lernen adressiert werden. Dabei sollten sich die Lernenden einen Ort so erschließen können, dass er für sie zu einem bedeutsamen Ort wird. Es geht also darum, aus einem Space, im Englischen bedeutet Space so viel wie ein Raum, der anhand seiner physikalischen Eigenschaften beschrieben werden kann, zu einem Place zu machen, was so viel bedeutet wie ein persönlich relevanter Ort, der Bedeutung erlangt hat, beispielsweise durch Wissen, durch Affekte und Emotionen. Dies kann beispielsweise durch eine eingeleitete Auseinandersetzung mit den Entdeckungen vor Ort oder auch zum Beispiel durch das stille Eintauchen und das Wirkenlassen eines Ortes erreicht werden. Hier bieten nun Smartphones und andere mobile Endgeräte das Potenzial, die Erschließung eben dieses Ortes zu unterstützen und, wie in unserem Beispiel zu Beginn, die Wahrnehmung und Wertschätzung der biologischen Vielfalt zu fördern. Die digitalen Tools helfen dabei, einen Ort zu finden und wenn man dort an diesem festgelegten Ort angekommen ist, exakt an dieser Stelle eine Aufgabe zu stellen oder ein Erlebnis zu vermitteln, welches nur an dieser Stelle möglich ist. Dort können aber auch eigene Inhalte erarbeitet werden oder auch das Erlebte mit anderen geteilt werden. Wie dies beispielsweise in Citizen Science Projekten umgesetzt werden kann, wird im folgenden Video von Martin Scheuch beschrieben werden.
Nehmen wir nun einmal an, dass wir ein Lern- und Informationsangebot gestalten, das sich mit Tieren des unmittelbaren Nahraums befasst. Nehmen wir als Beispiel einmal den Gartenschläfer. Bei einem Lerngang, einer Exkursion, dürfte es nun ziemlich schwer sein, den Gartenschläfer zu finden, vor allem mit einer Horde SchülerInnen im Wald. Mithilfe der digitalen Navigation, zusammen mit diesen ortsbezogenen Aufgaben, die direkt vor Ort präsentiert werden können, können nun die Lernenden den Lebensraum eigenständig erschließen. Sie können sich zum Beispiel Wechselbeziehungen verschiedener Tier- und Pflanzenarten erarbeiten und entdecken. Oder sie können sich tatsächlich Unsichtbares mithilfe der Endgeräte erschließen. Unsichtbares kann sichtbar gemacht werden. Beispielsweise, wenn der Gartenschläfer nicht zu finden ist, wenn man aber doch Spuren oder Ähnliches findet, kann der Gartenschläfer sozusagen auf das Gerät geholt werden in Text und Ton, in Bild und Ton, und die Kinder können tatsächlich feststellen, wie dieser Gartenschläfer lebt. An diesem Beispiel sollte illustriert werden, auf welche Weise digitale Tools und Medien das Lernen draußen und vor Ort unterstützen können. Für pädagogische Fachkräfte muss es nun darum gehen, begründet darlegen zu können, unter welchen Umständen ein Mehrwert durch Digitales genutzt werden kann oder wann es auch wirklich Sinn macht, die Geräte ausgeschaltet zu lassen. Bei dieser Entscheidung hilft uns das sogenannte RED-Modell von Hughes und Kollegen. Digitale Tools und Medien nehmen demnach drei verschiedene Funktionen bei der Gestaltung von Lehr-Lernprozessen ein. Sie können bisherige Praktiken ersetzen oder Lernprozesse strukturieren, ohne diese grundsätzlich zu verändern. Dies wird als Replacement bezeichnet, das R, und stellt die unterste Ebene der Nutzung digitaler Technologien dar. Wir sollten also wirklich gut begründen können, warum der digitale Einsatz gegenüber analoger Zugänge sinnvoll und vor allem zielführend ist. Auf der nächsten Ebene, der Amplification, verstärken digitale Tools und Medien die Wirkung der intendierten Lernprozesse. Dies sei beispielsweise dann der Fall, wenn wir Smartphones nutzen, um Daten aufzunehmen und beim forschenden Lernen auch direkt mit ihnen weiterzuarbeiten oder zum Beispiel auch in Echtzeit diese Daten aggregieren zu können. Die oberste Ebene im RED-Modell stellt die sogenannte Transformation dar, bei der Lernprozesse ganz grundsätzlich verändert werden und ermöglicht durch digitale Technologien sind. Dies ist dann der Fall, wenn man, wie vorhin dargestellt, direkt vor Ort, jetzt hier zum Beispiel auf einer Streuobstwiese, die neuen Erkenntnisse nutzt, um in einer digitalen Simulation Bäume zu pflanzen, zu entfernen und in Echtzeit die Auswirkungen auf den Ertrag oder beispielsweise die Entwicklung der biologischen Vielfalt zu erfahren. Eine weitere Möglichkeit der digitalen Unterstützung vor Ort bietet auch der sogenannte STEAM-Ansatz. STEAM steht für die Kombination von STEM, was für Science, Technology, Engineering, Mathematics, also die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer steht, und das A steht für Arts, also die künstlerisch-ästhetische Auseinandersetzung. Hier bieten digitale Tools und Medien die Möglichkeit, sich unmittelbar und mit ziemlich geringem Aufwand mit den Entdeckungen vor Ort auseinanderzusetzen, Momente einzufangen und diese kreativ-konstruktiv zu verarbeiten. Hierbei kann sowohl die Medien wie eben auch Sachkompetenz aufgebaut werden und wie vorhin dargestellt, dem Ort und der Sache eine Bedeutung verleihen. Ein sehr gelungenes Beispiel hierfür ist der Meine Wildnis-Weblog des Nationalparks Schwarzwald. Hier dokumentieren und verarbeiten Jugendliche kreativ und digital ihre Wildniserlebnisse, um sie später mit anderen zu teilen und um sie für Nachbearbeitungen, wenn sie zurück an der Schule sind, wiederum nutzen zu können. Als Fazit zur Frage,
ob digital unterstütztes Entdecken nun ein Widerspruch ist und wie eine sinnvolle Synthese gestaltet werden kann, möchte ich gern diese Überlegungen noch einmal kurz zusammenfassen. Das Lernen vor Ort wird dann wirksam, wenn wir uns aktiv und entdeckend mit diesem Ort auseinandersetzen und wenn er dadurch individuelle Bedeutsamkeit erhält. Digitale Tools und Technologien können dies unterstützen, wenn sie Lernprozesse verstärken oder wenn sie Lernprozesse transformieren. Im Zentrum steht dabei stets der, die Lernende, der Kenntnisse dabei aufbaut, einen emotionalen Zugang zur Sache entwickelt und dabei erlebt, dass Handlungs- und vor allem auch Gestaltungsfähigkeit aufgebaut wird, dass er oder sie etwas kann und fähig ist. Nun hoffe ich, Ihnen für die Gestaltung digital unterstützter Entdeckungen vor Ort einen Impuls gegeben zu haben. Und ich bin schon sehr gespannt, welche weiteren kreativen Umsetzungen entstehen werden. Viel Erfolg und viel Vergnügen beim Gestalten. Herzliche Grüße aus Ludwigsburg.